Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Legenden. Ich habe es mal wieder total verpeilt und offenbar das Mikrofon nicht eingeschaltet, als ich die Aufnahme gemacht habe. Deswegen werde ich das jetzt alles nachvertonen. Ich tue einfach mal so, als ob ich das Gleiche erzähle wie das, was ich erzählt habe, als ich das Ganze gespielt habe, was ich mir natürlich nicht gemerkt habe. Wie ihr seht, ist es zwar jetzt nachts ein bisschen dunkel, aber ich bin mit der Base inzwischen so weit, dass ich diese Holzwände hochgezogen habe und auf jedes davon so einen spitzen Giebel gesetzt habe. Und da oben drauf möchte ich Strohdächer setzen, also jeweils links und rechts, und die sollen sich dann in der Mitte treffen. Das gibt ein ziemlich interessantes Muster. Und dazwischen haben wir diese Wände hier. Na, da habe ich jetzt die ganze Wand rausgenommen und nochmal eine Reling und so eine halben Wand gemacht und dann jeweils drei Glasfenster reingesetzt. Ansonsten hätten halt nur zwei reingepasst und die hätten halt so weit oben angefangen, die hätte ich nicht durchgucken können und zwei waren mir auch zu wenig. Ich werde allerdings hier diese Rahmen dazwischen lassen, weil ich finde das eigentlich ganz nett. Ich hatte mal einen so komplett offen gemacht, das sieht einfach nur aus, als wäre da eben ein Loch drin oder man macht halt das Glas so dunkel, dass man dann wieder nicht durchgucken kann, damit man merkt, dass da eine Scheibe drin ist. Aber mit diesen Fensterfacetten gefällt mir das eigentlich schon mal nicht schlecht. So, ich habe hier außerdem nochmal eine zweite Schmelze hingestellt und ich möchte auch ganz gerne mir hier im Inneren nochmal ein Zimmer abteilen, also ein Schlafzimmer im Prinzip. Und da haben wir natürlich dann außen auch ein paar mehr Wände, an die wir dann Bilder hängen können. Und ja, einfach nur ein Kämmerchen für mich, einfach damit das nicht immer so ein großer offener Raum ist. Es ist zwar ganz schön, weil das haben wir jetzt einfach auch schon wirklich, wirklich häufig gehabt. So, und außerdem wollte ich mir dann in dieser Folge auch gerne noch einen Pteranodon zähmen und vielleicht auch nochmal einen Mistkäfer, damit wir Dünger produzieren können, damit wir hier unsere Pflanzen anbauen können. Wir stellen hier nochmal die letzten paar Scheiben her. Gut, kann man jetzt nur zwei wieder leisten. Packen wir mal da rein. Und mit der Demogun, ich glaube, ich habe hier irgendwie schon ein paar Fenster dunkler gemacht. Man sieht es aber kaum, weil das ganz minimalistisch ist, was ich hier dunkler gemacht habe. Das weiß ich also nicht. Ne? Unten sieht es ein bisschen dunkler aus als oben, aber ja, könnte aber auch daran liegen, dass irgendwie unten halt... die Gebäude davor sind. So, ihr könnt hier dieses mit der Model Gun das Modell auswählen. Jetzt habe ich ihm gesagt, die Reling, die unten schon zu einer halben Wand gemacht ist, die soll er mal speichern. Und die Reling, die oben war, soll er zu einer halben Wand machen. Dann muss ich da nicht irgendwie umständlich hochklettern oder hochfliegen. Außerdem habe ich auch schon mal so ein paar Dächer vorbereitet. Und die setzen wir jetzt immer hier so dran. Immer zwei in einen Giebel. Und das machen wir erstmal die Runde rum. Und gucken dann mal, wie das aussieht, wenn sich das Ganze eben in der Mitte trifft. Und die Löcher, die jetzt noch übrig bleiben, diese Dreiecke, ja, da gibt es hier leider keine Strohdreiecke, gibt es ja immer nicht. Weiß ich auch nicht wieso, aber man kann bestimmte andere Materialien, also ich kann zum Beispiel in einer Steinfoundation sagen, sie soll aussehen wie eine Strohfoundation. Und ich will mal gucken, ob man der dreieckigen Stein-Ceiling vielleicht auch sagen kann, sie soll aussehen wie eine Stroh-Ceiling. Das wäre ja eigentlich ganz nett. So, so ein Dreieck passt da halt genau rein. Und so sieht das Ganze dann von außen aus. Denn wie gesagt, wenn sich das in der Mitte trifft, das ist eigentlich immer ganz hübsch. So, inzwischen habe ich das Strohdach fertig und habe hier diese Holzdreiecke reingemacht. Aber wie ihr seht, also beziehungsweise Stein. Ich kann aber nur die Optik von Holz oder von Lehm annehmen. Stroh geht halt einfach nicht. Ich habe mich jetzt halt für Stein entschieden, weil hier sind ja auch diese Steintore und diese halben Wände aus Stein und daran gliedern die sich ja oben an. Deswegen fand ich, dass Stein dann vielleicht besser aussieht als Holz. Ja, von unten sieht das Ganze so aus wie so ein schöner Stern im Prinzip. Ziemlich cool. Und ja, ich wollte jetzt hier nochmal dieses Schlafzimmer abzäunen. Dafür brauchen wir natürlich auch noch mal ein paar Wände. Ja, ich weiß noch nicht, mache ich das bis nach ganz oben? Sieht vielleicht dann wieder ein bisschen massiv aus. Wir fangen erstmal mit zwei Wänden an und vorne mit einer Doppeltür drin. Und da drin steht dann halt das Bett und ein Schrank und ein Bücherregal. Und da kann man ja noch irgendwie vielleicht ein Bild an die Wand hängen oder den Spiegel. Fände ich eigentlich auch nicht schlecht für ein Schlafzimmer, wenn da der Spiegel über dem Bett hängt. Und außen hat man dann halt ein paar mehr Wände, an die man zum Beispiel Fackeln oder Bilder oder Trophäen oder sonst irgendwie sowas machen kann. So, wir brauchen also noch eine Doppeltür. Und oben drüber muss natürlich auch noch mal eine Wand hin.
Okay. So, dann können wir das ja alles schon mal rausnehmen. Und grenzen wir jetzt hier so unser Schlafzimmer ab. In den Türen mache ich da, glaube ich, nicht rein. Das Geklapper, das geht mir dann irgendwie auf die Nerven. So, also, das heißt, okay, jetzt guckt hier der Schrank so ein bisschen durch. Okay, müssen wir nachher nochmal aufheben. Von links auf rechts. Ja, ich denke schon. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Muss auch nur alles einheitlich sein. So, hier passt es irgendwie nicht so richtig. Steht vielleicht auf der falschen Foundation. Und dann auch noch falsch rum. Und einmal auf E. Nee, so, jetzt. Okay. Ja, cool. Das passt doch. Okay, gut. Eine Etage weiter oben drauf. Und hier vorne kommt die Doppeltür rein und dann nochmal die Wand oben drüber. Muss jetzt auch andersrum. Zack. Und dann passt das hier oben drüber. Ja, wie gesagt, eine Tür brauche ich da nicht reinmachen. Und ja, mit dem Dach oben, ich muss mal gucken, wie ich das mache, ob ich das bis ganz oben mache oder irgendwie nochmal abschräge. Ich weiß noch nicht so genau. Ja, und jetzt haben wir halt hier unser Schlafzimmer. Jetzt müssen wir nochmal den Schrank ein Stückchen verrücken und ich glaube, ich muss auch das Bett anders stellen. Irgendwie, das gibt ja hier die Form an. Das heben wir nochmal auf. Stellen es nochmal genau zentral hier in die Mitte. Da sieht man ja hinten die Naht sozusagen, wo die Wände zusammenkommen. Aber möglichst nah ran, ohne dass durch die Wand guckt. Nehmen wir ein Stück raus. Okay, so. Und jetzt können wir den Schrank aufheben. Dann stellen wir den auch ordentlich daneben. Packen dann den Kram erstmal wieder rein. So, nicht durch die Wand. Ja, hier. Na, jetzt haben wir an beiden Seiten hier diese Steinsäule, die da rausguckt. Und ja, links und rechts ist. Und in die Mitte, da könnte man dann zum Beispiel einen Spiegel machen. So, jetzt haben wir ja schon mal zwei Artefakte. Und hier so ein paar Bausachen. Wir packen einfach mal alles rüber und nehmen nur die Pfeile wieder mit zurück. Das Einzige, was ich jetzt erstmal brauche. Und ja, genau, die halbe Wand, die brauche ich natürlich auch nochmal. Okay. Ja, dann werde ich mal gucken, dass ich hier oben noch irgendwie die Decke voll kriege. Ich werde dann das Lagerfeuer auch nochmal aufheben, dass wir halt hier drüben dann die Werkbänke haben. Da kommt dann noch Chemietisch und irgendwie sogar ein Fabricator und so hin hier drüben. Und auf der anderen Seite, da ist dann die Küche. Da könnte man hier den Grill zum Beispiel hinmachen. Und da drüben an die Wand vielleicht den Kochtopf. Die sind beide so groß, sonst kann man nämlich nicht mehr durch die Fenster gucken. Und dazwischen dann vielleicht so den kleinen Kochtopf. So, die Base ist fertig. Zumindest erstmal so fertig gebaut. Ich habe jetzt hier das Schlafzimmer nochmal so hochgezogen, dass es da bis an die Decke geht. Trophäenhalter dran gemacht, Fackeln dran gemacht, da mache ich vielleicht nochmal irgendwie weißes Licht dran. So hier drin für den Spiegel, da braucht man irgendwie so, ach ich weiß nicht mehr, Obsidian und Perlen und das habe ich jetzt alles hier nicht. Ja, hier habe ich nochmal so eine Kriegskarte hingemacht, fand ich ganz nett. Und ja, hier drüben haben wir auf jeden Fall noch jede Menge mehr Platz. Ich habe hier mal so einen Kochtopf gemacht und auch so einen Wasserintake, werden wir später ja auch nochmal brauchen, wenn wir dann den Kochtopf hinsetzen und den Grill. Und ja, muss sagen, finde ich eigentlich soweit erstmal nicht schlecht. Ich möchte jetzt ganz gerne mir noch einen Terrano dann zähmen, damit wir hier einfach so ein bisschen besser und schneller vorwärts kommen. Und wir haben ja auch das Pferd da, das kann man zum Betäuben natürlich ganz gut nehmen. Aber ich habe mir auch schon mal so eine Flinte hergestellt und dann machen wir uns jetzt einfach nochmal ein bisschen Munition, denn nicht, dass wir dann mit dem Pferd aus Versehen den Terrano dann töten, deswegen lieber betäuben. So, wir sind hier in den Highlands angekommen. Die haben wir uns ja beim letzten Rundflug gar nicht so richtig angeguckt. Und ja, wenn ihr Karotten und Kartoffeln braucht, dann findet ihr die unter anderem hier auf diesem Feld, auf diesem Bauernhof. Kartoffelpflanzen sieht man ziemlich deutlich. Die Möhren sind ein bisschen schwieriger zu sehen. Die wachsen aber auch hier. Ihr kriegt ja immer die Kartoffeln und die Sämereien dafür. Die wachsen auch noch an anderen Stellen, aber das hier ist einfach echt eine gute Landmarke. Die sieht man halt wirklich schon von weiter weg. Und hier gibt es echt jede Menge von dem Kram. So, warum bin ich jetzt hier in die Highlands geflogen? Pteranodons gibt es ja eigentlich überall. Ich möchte den natürlich möglichst schnell und effektiv zähmen und da ich noch keine Kibbel habe, möchte ich dafür eben Schafsfleisch benutzen. Das heißt, ich werde hier jetzt erstmal rumfliegen, werde mir die Pteranodons angucken, damit ich schon mal so ein bisschen einen Überblick habe, wo es hier irgendwie hochlevelige Tiere gibt. Ein 130er habe ich schon irgendwo gesehen. Bisher habe ich aber noch keine Schafe gesehen. Also eigentlich sind die hier ziemlich häufig. Manchmal dauert es einfach ein bisschen, ehe die spawnen.
Das hatte ich schon öfter, auch mal mit den Pferden. Manchmal waren ganz viele Pferde, aber fast gar keine Schafe da. Und manchmal war es halt genau andersrum. Deswegen, bevor wir jetzt hier schon mal irgendwie einen Pteranodon betäuben und dann finden wir kein Schaf. Jetzt bist du hier. Oh, wackelt so, die 20 war das. Und du hier ja auch, okay. Ja, möchte ich halt erstmal gucken, dass wir hier einen Schaf finden, dass wir gutes Fleisch haben und dann weiß ich ja vielleicht schon, wo hier ein guter Pteranodon ist. Was bist du? 25, auch nicht besser. Und du? Auch 25, super. Ich habe endlich einen Pteranodon gefunden, der mir gut gefällt. Das ist der hier vorne fliegt. Der hat Level 150 und ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, aber ich habe letzten Endes auch ein Schaf gefunden. Das hat ziemlich lange gedauert. Ich habe nur eine einzige Herde gesehen. Wir laden hier erstmal nach. Und wenn er runter geht, nehmen wir die bohlen den fest und dann knallen wir den ab. Und selbst ein 150er braucht so zwei, drei Schuss oder so. Mehr brauchen die ja nicht. Dann sind die auch schon betäubt. Dann tun wir dem das Hammelfleisch ins Inventar und dann ziehen wir wieder von dann. Wir können ja auch aus der Ferne seine Torpor beobachten über diesen Taming-Tracker. Und dann sehen wir ja, ob wir den nochmal nachbetäuben müssen oder nicht. Narcotics habe ich jetzt selber gar nicht dabei. Habe ich natürlich mal wieder vergessen. Aber wir können ja hier auch ein paar Narkobären sammeln. So, der Pteranodon hat jetzt, ich glaube, dreimal gefressen und ihr seht, naja, ist ein bisschen mehr Zähmung als Betäubung. Das heißt, ich werde dem mal trotzdem ein paar Narkobären geben, dass er auf gar keinen Fall vorher aufwacht. Ich will halt nur nicht hier unbedingt in der Nähe sein, denn ich locke hier möglicherweise irgendwelche Feinde an und die greifen den dann an. Die werden ja eigentlich von allem angegriffen. Und ja, ich mache mich jetzt erstmal wieder ein Stückchen vom Acker. Ich habe in der Zwischenzeit auch schon mal einen Pteranodon-Sattel gemacht. Ich habe mich hier unten bei den Walen, ja, hier liegen ja so Basilos am Strand, da habe ich mich mit Leder und Keratin haben die und Gammelfleisch haben die auch jede Menge, da habe ich mich mal ausgestattet und konnte jetzt schon mal einen Sattel machen. Ja, und ich will jetzt hier ein bisschen Mist einsammeln. Den hier zum Beispiel und da hinten am besten natürlich großen Mist, damit wir uns im Anschluss dann auch noch mal einen Kackekäfer, also einen Düngerkäfer, ja, einen Dung Beetle zähmen können, damit ich einfach die Beete, die ich schon mal angelegt habe, da habe ich jetzt irgendwie nur menschliche Fäkalien reingepackt oder die vom Normalkrops, also nur so kleine. Ja, damit das ein bisschen schneller geht, will ich hier ein bisschen Mist einsammeln und der ist je größer, desto besser. Außer der vom Titanosaurier, der ist tatsächlich so groß, da kriegt sogar der Düngekäfer Angst vor. Einmal muss er noch fressen, das sollte bald soweit sein. Ich habe da hinten die ganze Zeit so eine Spinne im Auge. Die kommt mir irgendwie immer näher, immer näher und ich weiß genau, wie das ausgeht. Wenn ich jetzt hier stehe und warte und dann ist es so 1, 2 Sekunden bevor der aufwacht, da hat die den Spitz gekriegt und beschießt den. Und dadurch, dass die ja so Netze schießen können, kommen die natürlich auch immer relativ weit. Also die muss gar nicht so nah ran, um Schaden auf den zu machen, denn auch die Netze selber machen ja schon Schaden. Das heißt, wir werden versuchen, mal diese blöde Spinne, jetzt hat sie sich hinterm Busch versteckt, ja, finde ich. Werden die mal versuchen, irgendwie ein bisschen Platz zu machen, also wegzulocken oder Platz zu machen. Ich habe ja auch einen Crossbow dabei. Sollte also machbar sein, die zu erschießen. Ja, wie gesagt, ansonsten muss er noch einmal fressen. Mist habe ich jetzt, ich glaube, drei oder vier große und einen mittleren eingesammelt. Das sollte also auch reichen. Ich lege da jetzt nicht so viel Wert drauf, dass das ein möglichst guter Käfer ist. Aber wir werden einfach mal hier den Sinomakrops auf die Spinne hetzen, weil der ist ja ziemlich gut im Chitin töten. Und die Spinne zählt mit dazu. Haha. Ja, das ging doch super. Wunderbar, wahnsinnig schnell. Hey, und der ist auch fertig. Sehr schön. Petra war ja ein Weibchen. Und ja, sammeln wir das. Was ist denn hier noch drin? Ah, okay, cool. Ja, genau. Am Anfang konnten die Sinomakrops irgendwie die Körper immer nicht looten, aber inzwischen kann er das ja. So, und ja, Sattel drauf. Wunderbar, es sitzt sich gut, aber ah, der ist so schwer, der kann überhaupt nicht abheben. Naja, gut abheben schon, aber nicht wirklich fliegen. Das heißt, wir werden uns wohl oder übel von dem einen oder anderen Ding trennen müssen, aber
ja nicht unbedingt vom Hammelfleisch, oder? Das kann ich ja auch grillen. Das ist jetzt ja gar nicht so schlecht. Wollen wir mal sehen, was du hier noch drin hast. Packen erstmal alles rüber und von da sortieren wir mal aus. Und zwar so, bis der Terrano dann endlich mit mir fliegen will. Wobei, ehrlich gesagt, ich kann den auch auf Folgen stellen und dann fliegt er mir halt hinterher. Ich kann ja mit dem Sinnomar-Crops selber auch fliegen. So, ich bin im Prinzip direkt nebenan, denn hier grenzt ja das Lava-Biom an die Highlands und wir gucken mal, wir nehmen den niedrigeren Käfer, weil ich einfach immer hoffe, dass man die dann noch schneller zähmen kann. Ist jetzt auch nicht ungefährlich hier, eine Schlange habe ich schon besiegt. Wir füttern den Käfer natürlich zuerst mit möglichst großem Kot, denn ja, je größer der Kot, desto mehr macht das ein bisschen was aus. Ihr seht ja, ich habe drei große und einen mittleren dabei. Und du brauchst mir nicht folgen. Und ja, jetzt warten wir hier, bis der Käfer wieder fressen will. Ich komme wieder nach Hause, voll bepackt mit lauter Tieren, die wir vorher nicht hatten. Wir haben jetzt hier einen tollen Pteranodon und einen, naja, vom Level weniger tollen Käfer. Aber macht nichts, der wird seinen Zweck erfüllen. Den habe ich jetzt mal hier eingefroren. Und den werfen wir natürlich auch gleich mal raus. Und ich werde den hier oben direkt auf diese Terrasse, die ich gebaut habe, verpflanzen. Wir brauchen noch diesen Anbindebalken. Da kriegst du erstmal hier den restlichen Kot. Den muss ja nicht in der Hosentasche mit mir rumtragen. Und ich level die eigentlich immer auf Gewicht, denn dann können sie umso mehr Kot in ihr Inventar aufnehmen. So, wir suchen nach dem Hitching Post von Structure Plus, stellen uns mal einen her und packen den hier oben auch mit auf die Terrasse. Dann können wir den Käfer da anbinden und ihm sagen, dass er wandern soll. Denn nämlich nur, wenn er auf Wandern ist, dann produziert er eben in seinem Inventar aus dem Kot Dünger und ein bisschen Öl. So, hier schön so zentral. Dahinter, da sieht man das kaum. Ich habe hier trotzdem schon mal eine Kompostkiste hingestellt, einfach so, ja, aus Dekozwecken im Prinzip nur. Da drüben habe ich schon mal was angebaut. Da gibt es Karotten und Kartoffeln, glaube ich, oder so. Mehr Kot hatte ich jetzt einfach nicht. So, dann stellen wir dich hier mal. Verhalten, aktiviere Wandern. Und hier hast du sogar noch ein Stückchen, oder? Okay. Ja, kann er noch tragen, wunderbar. Jetzt haben wir hier einmal Kartoffeln. Da drüben, ach nee, das ist Mais, genau. Ich habe außerdem den Karottensamen gefressen. Okay, wunderbar. Ja, soweit, so gut würde ich sagen. Es war jetzt gar nicht so einfach hier mit Nachvertonung, weil man mich natürlich auch nicht mehr so ganz genau daran erinnern kann, was ich wie wann gesagt habe und was als nächstes kommt. Ich gucke mir das ja nicht vorher an und überlege mir, was ich sage und sage das dann, indem ich es mir ein zweites Mal angucke. Sondern ja, vertone das hier so ad hoc zu dem, was ich eben sehe. Wir haben auf jeden Fall eine wunderschöne Base. Ich denke, ich werde hier diese Terrasse eventuell auch noch weiter ausbauen. Vielleicht auch hier so einen kompletten Ring einmal rumziehen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Und ja, dann mal gucken, wo wir hier eventuell noch Erweiterungsbauten, also vielleicht mal eine Treppe nach unten oder eine Brücke nach drüben. Und dann könnte ich mir vorstellen, bauen wir vielleicht noch mal irgendwie einen Stall für die Tiere. Und solange müssen die eben hier drüben auf dem Felsen mit mir rumhocken. Aber ich glaube, denen passiert hier nicht viel, weil hier oben spawnen keine Tiere und es kommt halt auch so von sich aus keins drauf. Und wir packen hier nochmal den ganzen Kram aus unserem Sinomar-Crops wieder weg. Und dann würde ich allerdings auch schon sagen, dass wir es für heute mehr oder weniger schon wieder geschafft haben. So, ich werde jetzt hier nur noch mal das Pferd rauswerfen, damit das nämlich auch ein bisschen Kot produzieren kann. Und ja, genau, wenn man die rausschmeißt, dann machen sie das immer einmal zuerst. Oh, passt nicht mehr. Tja, dann muss der Käfer noch ein bisschen leveln. Dann packen wir das hier eben so rein. Wo ist weniger drin? 1,8, 1,7. Ach komm, egal, hier, zack. Rinder damit. Und ja. Wir sind dann soweit fertig für heute wieder. Ich packe das hier wieder rüber, das verderbliche Zeug, in meinen Kühlschrank. Und ja, ihr könnt mir natürlich wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ark Legenden. Bis dann, ciao, ciao.